So, wir kommen zur Folge 142 der Twitch Clips Germany. Und ich bin sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, rein in den Aal, oder? Achso, es kann übrigens sein, dass das verschoben wird, ne? Vom 12.3. auf den 19.3. Aber das muss noch geklärt werden. Darf ich deinen Stream streamen? Mach doch. Machen sie doch, wie sie lustig sind. So, wir gehen rein in den schmutzigen Aal. Willkommen bei Twitch Clips Germany, dein YouTube-Kanal für die besten Clips auf Twitch. Okay. Und noch viel mehr. Okay. Oh nein. Ah, was? Ist das gerade wirklich passiert? Girl, was erwartest du? Girl, was erwartest du? Boah, Headphone-Users, RIP, sorry. Mein ganzes Setup ist voller Bier! What did have you expected, girl? Das passiert in 9 von 10 Fällen. So sieht's aus. Aber man sagt nicht die rot. Man sagt, bei rot sagt man das gelb. Genau. Man sagt ja auch nicht das Schwarz, sondern man sagt die Weiß. So sieht's nämlich aus. Das TS steht für Tomate Salat. Ich musste 25 werden und das checken. Oh mein fucking Gott, was? Ungefähr so alt war ich auch, als ich das... Na, obwohl, nee, gar nicht war. Ich war 10 Jahre älter. Aber wusstet ihr das, dass das TS für Tomate und Salat steht? Habt ihr es gewusst? Ich habe immer den Hamburger Royal S bestellt und haben die gesagt, wir haben aber kein S, wir haben nur TS. Ich so, ja, lassen Sie doch einfach das T weg. Ja, aber das gehört da drauf. Ich so, nein, ich will den ohne Tomate verflucht nochmal. Wusstest du nicht? Doch, ist so. Ist so. Es ist so simpel. Es ist einfach so fucking simpel. TS, Tomate und Salat. Lol. Er hat auch so einen geilen Bart, oder? Hat er mal einen geilen Bart? Ist krass, oder? Richtig geiler Bart, der Dude. So lang war meiner auch mal. Aber dann habe ich ständig wurde ich ständig mit Santa angesprochen und gefragt, wo die Geschenke vom letzten Jahr geblieben sind. Und habe ich gesagt, nee, jetzt kommt er runter. Und jetzt ist er schön kurz. So. Und ich musste 26 werden, um das zu erfahren. Danke, Negan. Oh nein, da werde ich geradet und bin gerade AFK. Nein, Lucida. Wo bist du denn dann? Vielen, vielen Dank mit 48 Leuten. Ich werde bescheuert. Herzlich willkommen zurück, auch Hackefeke. Oh nein, die sind alle wieder weg, oder? Oh nein, wieso habe ich das Glück, immer so einen Moment aufs Klo zu gehen? Ich Vollidiot. Hä? Aber da kann er doch jetzt nichts für, wenn er pinkeln muss, dann muss er pinkeln, oder? Also, wenn die Leute nicht so viel, wie nennt man das? Geduld, so. Wenn die Leute nicht so viel Geduld haben, also sorry, ihr Models. Man könnte aber auch einfach mal so ein Pausenscreen einblenden, sich so ein Overlay machen, wo drauf steht, bin mal gerade bei Pipi-Pause drin oder so. Schaut der Ryder nicht vorher, ob er AFK ist oder so. Endes, ich habe keine Ahnung. Kann ja sein, dass er gerade geguckt hat, hat gesehen, ah, der Dude ist gerade noch da. Dann hat er die Verabschiedung gemacht und innerhalb der Verabschiedung ist dann der Dude aufs Klo gegangen. Das kann, also, ne? Kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Ich konnte sehen, was du machtest gestern. Was? Was? Ja, Syrian, wir haben hier. Warum lacht die? Da werden Tiere erschossen. Bevor ich dich raidete. Ach so. Ja, klar. Wir haben hier die Wiping Wolves gefunden, ja? Das sind die Wiping Wolves. Twerkende Wirbel. Ja, twerk it, baby. Twerk it, baby. Aha. Oh, das ist aber ein bisschen makaber.
Ich mag Wölfe. Ich mag Wölfe sehr. Das ist ein bisschen makaber. Hallo, Redlis. Ich bin gerade bei dem komischen Geburtstagskind. Frag nicht, aber er ist immer so seltsam. Was? Auch mit Barbecue-Soße? Was? Wölfe mit Barbecue-Soße? Endes, was stimmt mit dir nicht? Man isst doch keine Hunde. Oh, den hatte ich auch noch nicht. Was ist denn? Wie kommt man da jetzt wieder runter? Wie kommt das aber nicht ran? Nein, was? 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 What the fuck? Was zur Hölle ist da denn passiert? Wieso ist er denn gestorben? Was? Wo ist denn die Lebensanzeige? Die sieht man gar nicht. Man sieht sein. Achso, die sieht man nur im Kampf. Was ist denn? Hä? Und wieso stirbt er dann? Ich kann das aber nicht. Ah, wahrscheinlich ist das Pferd irgendwo runtergesprungen. Ja, so muss es sein. Das muss es sein. Er ist irgendwo runtergesprungen. Also das Pferd ist irgendwo, das Schattendings ist irgendwo runtergefallen. Und deswegen ist er auch mitgestorben, weil eigentlich sitzt er ja faktisch drauf. Was? Du weißt, Redlist sitzt neben mir, während ich dein Stream. Nein, das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich vergessen. Irgendwer, den ich letztens geschaut habe, hat völlig random Excel95 Schlafstream geradet und war leicht verwirrt. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auch manchmal ein bisschen weirdy. Hey Micha, das ist ein Bug in Eldritch. Hallo Nini Jay? Und ja, natürlich weiß ich das doch. Den Bug hatte ich aber selber noch nicht. Aber ich frage mich, warum er gerade gestorben ist. Und das muss so sein, dass das Pferd irgendwo runtergesprungen und runtergefallen ist und er halt ne, quasi noch auf dem Pferd mit drauf sitzt. Schon bei einigen Clips gesehen, dass die dann immer sterben. Ja, weil wie gesagt, der Gaul springt, fällt irgendwo runter oder wird von irgendeinem NPC gekillt. Und dann sterben die. Das ist tatsächlich bei vielen, okay. Ich bin auf den Bugfix gespannt. Da sehe ich uns. Oh, Elden Ring. Sowas? Ach, jetzt kommt. Ah, die sitzen auf und bleiben in der Luft hängen und sterben daraufhin. Ah. Ja, weil du wahrscheinlich nicht. Ich sehe uns da. Lol. Hallo. Oh. Das ist ja mal witzig. Das ist mal sehr witzig. Aber vielleicht passiert das irgendwie automatisch, damit du da nicht endlos hängst oder so, sondern irgendwann wieder anfängst. Irgendwo anfangen kannst. Aber ärgerlich, wenn du gerade was geschafft hast, hast nicht abgespeichert oder das Spiel hat nicht abgespeichert oder so. Oder du bist ewig von deinem Punkt weg, ne? Wo du respawnen kannst. Oh, Adalu spielt das Phantom der Oper. Ach so. Ich bin das. Balui. Ich bin das Phantom und du der Oper. Lol. Aber Balui ist, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, ne? Oder? Ich meine, der ist. Also, entweder sind wir im selben Alter oder er ist ein bisschen jünger, meine ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das die Zunge ist. Ich glaube, das ist die Schulter. Zunge? Ich will Schulter? Den. Oh. Der kann. Oh. Aber er muss es mit Festhalten machen, ne? Er muss den Ellenbogen dabei festhalten. Er muss den Ellenbogen dabei festhalten und das gilt nicht. Ellenbogen geleckt. Hier ist nass. Ha! Ein Tier bin ich. Festgehalten hast du. Jemand einfach wartet, dass irgendwas noch kommt. Du bist nur zu faul, was Richtiges zu malen. Was für? Was hattest du noch für andere Möglichkeiten? Weiß ich nicht, ich hab so schnell Kreis angeklickt. Bist du dumm? Was? Ach nein, sie hat das direkt als erstes. Sie hat es direkt als erstes rausgefunden, dann kamen die anderen alle und jetzt hat er sich quasi verraten, weil er,
Ah, ich verstehe. Er hat, ach so. Alles klar, er hat einen Kreis gemalt. Okay, ja, ja. Kreis passt ja auch oben rein. Okay. Ist mir aber auch schon passiert. Ich habe Kreis gehabt, hab den gemalt und keiner kam drauf. Oder nur wenige und nur sehr spät. Und alle haben darauf gewartet, dass noch was passiert. Tja, so ist das manchmal. Mit Scribble.io. Oh, der Blöde ist da ran. Hilfe. Du hängst dann, nehme ich an? Ja, warte. Was? Nein! Was ist das denn für ein... Boah, ist das ein Arsch. Schmeiß deinen Amboss runter. Hä? Wie geil hat das denn gepasst? Upsi. Wie geil hat das denn gepasst? Oh, wenn ich die Musik höre, ne? Boah, ich krieg... Leute, ich mach den Stream gleich aus und dann spiele ich Elden Ring. So sieht's nämlich aus. Timing on point, aber volles Kanonenmet, ne? Kanonenmet. Eigentlich wollte ich sagen, volle Kanone oder volles Met. Aber Kanonenmet ist neu. Muss ich mir merken. Das ist so Suis Lieblingsplatz. Also wenn sie gerne campt, dann unter meinem Kragen. Die liebt solche bloßen Kragen. Die ist doch gerade in der Mauser, ne? Das Vögelchen. Sieht man überall. So ein bisschen gerupft. Steckt sie dann ihren Kopf drunter. Und voll süß. Ja. Macht Mittags. Macht Mittagsschläfchen. Warum hat sie dieses Gummihuhn in der Bluse? Ich habe Fragen. Julilu? Warum ist dieses... Man kennt's, ne? Man kennt das Ding ja. Man kennt's. Warum hast du das... Ach, weißt du... Mittagsschläfchen. Egal. Niki! Alter, geht da weg! Ich muss die Kanone deaktivieren. Oh Gott! Los, schnell! Die hat doch geschossen! Nein! Die hat doch geschossen! Nein! So eine Kacke, das war so knapp! Aber du hast den doch rausgezogen. Man kann nie wissen, wann man einen Gummihuhn braucht. Hast du keinen Gummihuhn in der Blüte? Nein. Nein. Ich habe eine Katze im Wohnzimmer. Miau. Wie vorwurfsvoll sie mich anschaut und davon ausgeht, dass ich sie verstehe. Und mein Lazy Fool, Hallöchen, du hübscher selber Mensch. Was? Selber hübscher Mensch, wollte ich eigentlich sagen. Du hübscher selber Mensch, ja okay. Hübscher selber Mensch. Ja, von einer Kitten zur Lost Kitten, so. Weil du keinen Gummihuhn in der Bluse hast. Scheiße. Meinst du? Meinst du, dann verstehe ich katzisch? Bin mir nicht sicher. Man sieht, wie viele den Dingensbalken eingeblendet haben, ne? Warum... Oh, ich war gerade so doof, ne? Jetzt merkt sie selber, dass es ihr Balken ist. Ja, Marty. GG. Oh, Chat, ihr glaubt gar nicht, wie doof und Brain AFK ich gerade war, ne? Das ist ein neuer Höhepunkt sogar für mich, ne? Ich dachte, boah, guck mal, voll cool, wie viele den Ukraine-Hilfebalken eingeblendet haben. Ne? Dann gucke ich rüber und denke mir, hä, warum sieht man den denn bei YouTube gar nicht? Dann fällt mir auf, das ist der, den ich eingeblendet habe. Tja. Wenn dir ein Vogel aufs Shirt kackt, ärger dich nicht. Freu dich, dass Kühe nicht fliegen können. Warum steht das auf diesem... Das nenne ich mal... Das nenne ich mal wirklich Humor. Die Klamotten würde ich auch kaufen, auch wenn sie mir nicht stehen.
Ja, ich habe den Docht gezogen, aber ich habe dann wohl erfolgreich gefailt. Ja, ganz offensichtlich, Niki. Wenn dir ein Vogel aufs Shirt kackt, ärgere dich nicht. Freu dich, dass Kühe nicht fliegen können. Hast du das? WTF! Und da fliegt eine Kuh! Holy shit! Holy shit! Was bei Ihnen denn los? Wer ist das? In einem Pulli von mir steht, gib's deiner Mama, die würde mir einen Vogel zeigen. Ja, genau. Kenne ich aber auch. Ich hatte auch ein T-Shirt irgendwo. Da stand drauf, erst ging's halt so los, von wegen, ja, waschen bei Blimblim und dann, ach, gib es einfach deiner Mutter, die weiß schon Bescheid. Fand ich auch lustig. Ah, da fällt mir ein. Mauki! Wovor erschreckt die sich denn immer so? Das ist aber auch, das ist aber auch eine Schrecki, ne? Ah, da fällt mir ein. Sie macht gerade schneller und dann kommt ihr Kerl um die Ecke. Oder Mitbewohner, whatever. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Das ist aber auch scheiße, wenn du halt Kopfhörer auf hast und nichts hörst. Und actually irgendjemand um die Ecke kommt und dich anspricht oder steht einfach nur neben dir und macht nichts und guckt dich einfach nur an, bis du irgendwann rüberguckst. Also es ist schon creepy. Deaktiviert doch mal das Trackpad. Kann ich machen? Wer trollt denn hier das Nerdstar TV so, Alter? Was für Schweine. Dieser Troll. Safe, ey. Ja, ich hab's das erste Mal noch durchgeschafft. Ja, ja, guck's mal. Oh mein Gott. Wow. Nein! Tja, Girl, das war wohl nix. Geil. Erstmal angucken. Oh, fuck. Erstmal angucken. Ich wollte zurücklaufen und angucken. Boah, Max, seine Fails, die sind manchmal so. Die sind manchmal so, oh, wo du denkst, oh, Alter, das ist jetzt so schade. Das war ja auch hier mit dem, kennt ihr noch den Clip von ihm, wo er unter dieser riesengroßen Schildkröte mit der Glocke unten drunter, wo er da so langgelaufen ist und hat sie sich auch erstmal so angeguckt, hat so nach oben geguckt und sowas und irgendwann kam halt der Fuß von der Schildkröte und dann platt. War, glaube ich, vorletzte Folge oder so. Das war auch toll. Aber. Und dann siehst du dieses riesen Viech und du denkst dir so, oh, ich muss erstmal ein Stück zurückgehen, ne? So, um den in voller Größe zu sehen. Und dann ist da. Erstmal angucken. Und dann ist da der Abgrund. Sehr, sehr schade. Erstmal angucken. Ich wollte zurücklaufen und angucken. Ja, sehr wenn schade. Ich ein was kann, dann nachfahren. Feine Katze! Wenn ich ein was kann, was? Wenn ich ein was kann, dann nach Osten fahren. Wenn ich ein was kann, dann. Das ist ein wunderschönes Osten-Zitat. Also, das ist. Wenn ich. Dann. Was? Warte, jetzt verstehe ich gerade gar nichts. Hat er sich selber. Bewertung, Clips, Februar, Note 1 bis 6. Ach, das ist für ihn. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Feine Katze hat selber Clips, die er bewerten lässt, die dann in eine YouTube-Compilation von ihm selbst kommen. Ah, ja. Und das da oben kann ich jetzt leider nicht lesen. Ist jetzt gerade meine Teekanne gesprungen? Nee. Ich dachte schon. Ja!
Erzähl's der ganzen Welt. Ja, doch. Die Katze, zur Erklärung, die Katze hat gerade gefressen und dann musste ich es der ganzen Welt erzählen. Genau. Hallo Björn. Okay, jetzt zur Orientierung, wissen wir jetzt Bescheid. Osten fahren. Wenn ich ein was kann, dann, das ist ein wunderschönes Osten-Zitat. Also das ist, darf ich das in Comic Sans auf ein DIN A4-Blatt drucken und dann aufhängen? Ja, dürfen Sie. Wundervoll. Habe ich gemacht, sind wir nämlich dran. Oh, wait. Oh, wait, das sieht aus. This looks like a really, really bad idea, Mr. Skyline TV. But let's go. Twitch Prime ist kein Verbrechen. Aha! Nein, doch nicht! Ja, also es ist kein Verbrechen. Ja. Ich hoffe für ihn, er hat die Familienplanung bereits abgeschlossen. Wenn nicht. Saftig. Du brauchst nicht ständig. Ja, Hilfe zu geben! Hack Bessie Gamer! Kennt ihr das noch? Ich will deine Hilfe! Der Typ, der da BSG hat, ist jemand, der. Backseat Gaming, der BSG hat. Backseat Gaming. Mir schon seit Monaten auf die Eier gegangen ist, ehrlich gesagt. Und meine Freundin wusste das. Sie hat halt dann rumgemotzt und hat das auch natürlich auch aus Spaß gesagt, zum Teil. Da ist auch viel Witz mit drin. Ja, sie wird jetzt nicht jeden random so anschreien. mir geht's gut, ja, meine Freundin. Wobei seine Lache gerade ein bisschen. Schreit mich nicht casual an. Das war alles nur Spaß. Na gut, haben wir das geklärt? Wir waren letzte Woche schon ein bisschen in Sorge um dich. Warum denn hier so viel Blutfetzen? Mein lieber Freund, Akadari. Wenn du ein Souls-like-Spiel spielst, frage dich bitte niemals, warum da so viele Blutpfützen liegen. Denn Blocken voraus. Deshalb. Ich hab's dir schon gedacht. Das ist richtig toll. Ey, Robia, Hallöchen. Oh, wow, cool. Kriegt man bei DM jetzt auch Katzen? Bei Kaufland? Ein Plüschhamster? Das ist aber eine Katze. Die ist ja cool. Moini, dankeschön für den Raid. Gora, was tust du denn da? Danke für den Raid. Meine Katze nimmt mich gerade aus. Nein, nein. Grafik ist nicht alles. Oh, das sieht nach Tornado aus. Die ist hübsch, ne? Die Plüschhamster. Die Plüschhamster aus dem Kaufland ist hübsch, ja. Was meint ihr? Also jetzt mal alle ausgenommen, die den Clip schon kennen. Ich kenne ihn nicht. Schafft er den Tornado? Er setzt zu einem Tornado an, ich weiß es. Außerdem steht es oben rechts. Aber was meint ihr? Ihr habt den Clip noch nicht gesehen. Also alle, die den noch nicht gesehen haben, schafft er es? Ich bin zu neugierig, ich kann nicht auf eure Antwort warten. Ich finde, ich glaube, er schafft's vielleicht. Nee, er schafft's doch nicht. Aber er ist konzentriert, ne? Er schafft's nicht. Aber mit dem Corona-Bier. Aber mutig mit dem Corona. Das ist ein leckeres Bier. Also wenn ich mal Bier trinke, dann Corona. Ein bisschen gesabbert, ne? Ja. Was? Was passiert da? Was ist da los? Und was hat er da in der Hand? Eine Friedenstaube? Was ist da passiert? Moment. Was ist da... Ich versteh's nicht. Okay. Hat
sie jetzt wirklich ihr Passwort? Der eine hat eine Granate geworfen. Ja, das ist, dachte ich mir schon. Er hat Corona garantiert virenfrei. Hat sie jetzt wirklich ihr Passwort eingegeben? Crazy Shiva. In Wreckfest, okay. Scheiße! Was? Hat jetzt niemand gesehen? Oh, das ist eine Ballertralle, Alter. Ich hab einfach die Hand so in den Bildschirm. Um es zu verdecken. Sie hat die Hand auf den Bildschirm gemacht, um es zu verdecken. Ja. Hat niemand gesehen. Shiva, es hat niemand gesehen. Niemand. Glaube ich. Uff. Warum sieht sie aus wie... Warum sieht sie aus wie Gandalf? Boah, wie viel Leben hat die denn? Oh, unnormal. Was hat die für ein Level, ey? Uff. Was war der jetzt so witzig? Warte mal, ach so, das Viech hat sie verfehlt, ne? Und ist dann abgeraucht. Alles klar. Nice. Ja, GG, Divi. Nice. Achso, die, cool. Wie heißen die, diese Eierinsel? Ne, halt, wie heißen die scheiß Dinger? Osterinsel. Osterinseln, genau. Die Eierinseln. War knapp. Okay. Hallo, Ravy. Ich versuch's jetzt einfach mal, okay. Oh, warte, was ist das? Ist das eine Reiswaffel? Ich habe hier auch Reiswaffeln. Soll ich das auch mal ausprobieren? Weil ich, okay. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Niki. Niki. Kannst du auch CDs abspielen? Okay. Lost Rider, gefällt das? Nee, ich glaube, die Staffel ist durchgespielt. Ich würde das schaffen. Echt? Also, ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee, würde ich nicht schaffen. Da würde ich mir hier die Mundwinkel einreißen, glaube ich. Weiter rein geht nicht. Nee, ist klar, aber pass mal auf, dass du dir da jetzt nicht. Auch im Jahre 2000 müssen Menschen morgens aufstehen, denn immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche. What? Das ist, ach, guck mal, Phoenix. Na gut, das war damals nicht Phoenix, das war damals ZDF. 1972, da bin ich geboren. Das ist das Jahr. Das ist das Jahr, in dem das Böse das Licht der Welt erblickte. Nee. Sollten wir mal gucken? Diese Sendung da vom Phoenix. Hau die mal in den Reaction-Kanal beim Discord rein. Stimmt, ich wurde ja geboren. Du auch, 72, ne? Sehe ich gerade. Ja, guck mal, Elucius. Aber wann? Wann bist du? Also Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, Ende des Jahres? Aber wie sich 72 die Leute das vorgestellt haben, ne? Wie die Menschen im Jahr 2000. 25 Stunden, geil, 3 Tage arbeiten. Ja, ja. Sagen wir mal nächste Woche Mittwoch. Ah, dann bist du älter. Ich werde erst im November 50. Immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche. Da lacht der Erik. 25 Stunden die Woche. Was? Dann macht er in 2 Tagen. 25 Stunden. Was macht er in 2 Tagen? Der macht 2 12er-Streams und dann ist... Was ist da dran? Was ist denn? Was? Wir haben was total Neues hergestellt. Wir haben etwas Neues hergestellt. Was? Ich brauche den Teig, ne? Das ist total crazy. Wie haben wir das gemacht? Eva. Wir können das vermarkten. Ich glaube nicht. Was versucht sie da?
die will Spätzle machen. Die will, glaube ich, Spätzle machen. Kann das sein? Das ist ein Spätzleteig und sie will gerade Spätzle machen. Das geht aber nicht mit diesem Lochdingen da. Ich hab's dir mal den Reaction vorgestellt. Alles klar, danke dir. Wie immer einen schönen Abend gewünscht. Schönen Stream und gute Nacht. Alles klar, Mast, dir auch. Dankeschön für den Support. IFA, hier so ein schönes beleuchtetes Ankerkraut-Regal. Ich brauche das. I need this because of reasons. Ich bin voll angefixt von Ankerkraut, ne, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Unnormal. Unnormal. Das ist übrigens auch Ankerkraut-Tee, den ich hier gerade trinke. Der Bitter Lemon Tart. Köstlich. Da geht ihr mal hier in euren Ikea drinne rein, ne? Und dann holt ihr euch hier so eine French Press und dann könnt ihr das da super mitmachen. Perfekto. Der ist zu fest, der muss etwas flüssiger sein. Der Teig, ne? Ja, genau. Genau. Kobrin, danke schön für dein Follow. Ja, die haben keine Ahnung, was die gemacht haben, aber das machst du auch nicht durch diesen, das ist ja, wie heißt das Ding da nochmal? Damit holst du so Klöße und sowas aus dem Wasser. So ein Sieblöffel, ne? Damit holst du eigentlich mehr so, ja, Klöße und sowas aus dem Wasser. Damit machst du aber keine Spätzle. Die machst du tatsächlich durch so ein Brett mit so Löchern drin, ne? Und reibst dann halt mit so einem Schaber drüber. Spätzle, das ist Flubber. Keine Chance. Mann. Mischbam hat heute wieder Dark Souls gespielt, weil sie Katja. Von Elden Ring so frustriert war. Was? Wie kann man denn von Elden Rings frustriert sein? Schwach, Mischbam. Das ist schwach. Komm schon, Girl, das schaffst du. Wenn sogar ich... Wie sie es called. Wie sie es called. Boah, das ist wieder typisch Katja. Wie sie es called, Alter. Spätzlepresse, danke. Genau, damit macht man das. Mit einer richtigen Spätzlepresse. Weil, der Name sagt ja schon, das muss durchgepresst werden, ne? Der Teig war schon richtig. Also ein kleines bisschen flüssiger hätte er noch sein können, aber entweder nimmst du eine Presse oder du schabst es vom Brett, genau. Macht er mich da gerade nach? Hat er mein Pausenscreen geskippt? Hm? Oh, das war meine Idee. War das wieder spannend? Hallo? Hallo, Freunde. Wir sind in der Das geht Pause. So nicht. Wahrscheinlich muss ich wieder aufs Klo. Sag mal, Lost Rider, ist das jetzt dein Ernst? Weil ich das nicht richtig gecolorgraded habe, heißt das nicht, dass du oder das machen wir darfst. Haben ein technisches Problem, dass ich gerade... Ja? Soll ich jetzt wirklich den Clip von Max rausholen? Vom Royal Funk? Soll ich jetzt wirklich den Clip vom Royal Funk rausholen? Vom Max? Hä? Das ist nämlich, eigentlich ist das eine Idee von Max. Das hat er vor einem halben Jahr schon gemacht. Lost Rider. Auf solche Ideen können auch normale Menschen kommen oder andere Menschen. Ja? Oh. Mello? Wir machen das einfach ohne. Oh mein Gott. Was denn? Guck nicht in den Ofen. Nein. Doch, wir wollen wissen, was da los ist. Könnt ihr kurz die Regie mal aufklären? Wollen wir raten? Ich rate jetzt einfach mal ganz blau ins, also ich rate jetzt mal ganz ins Blaue und behaupte jetzt einfach mal, der Ofen ist aus. Wir gehen da mal kurz in die Werbung für 30 Sekunden. Also. Die Ananas vom letzten Stream ist fertig. Ja, das hätte ich als nächstes gesagt. Entweder Ofen aus oder noch was Altes da drin stehen. Aber das sei ja mal. Die hat ja schon eigenen Start ausgerufen hier. Markierte Karten, dieser Kartentrick. Was? Bitte was? Papa.
markiert. Bitte was? Wer hat den eingeschickt? Wer hat den eingeschickt? Leute, wer war das? Wer hat den eingeschickt? Leute, wer war das? Nicht wahr, oder? Da bin ich doch... Ach, nein. Vierte Karten, dieser Kartentrick. Fool-Zauberer. Nein. Na? Nein. Lol. Nein. 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 Ja, ich hab den Flo gemacht. Ich hab den Flo gemacht, während ich was gelesen habe. Oh mein Gott, ist das peinlich, ey. Oh mein Gott, ist das peinlich. Markierte Karten, dieser Kartentrick, Fool-Zauberer. Da dachte ich, ah, komm, das merkt keiner, wenn du kurz die Augen zumachst. Du bist ja noch da, du bist ja noch live und dann bist du... Oh nein. Oh nein. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Du hast nur das Mikro getroffen, nicht die Tischkante. Ja. Na? Lol. Dann bin ich wieder wach geworden und dachte mir, huch, ja was? Was ist denn hier los? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, ist das unangenehm. Guck mal, da hängt sogar noch das Bild schief. Das triggert mich gerade voll. Und ich habe danach noch gesagt, oh, kurze Schlafi gemacht, jetzt bin ich aber wieder wach. Oh, ist das peinlich. Nennt man auch Sekundenschlaf bei älteren Herren, passiert das mal. Ist so. Ist wirklich so. Aber ich schiebe das einfach mal irgendwie auf den Sauerstoffmangel oder so. Dann passiert das auch schon mal. Ja, ist Sekundenschlaf, klar. Habe ich ab und zu mal. Wenn ich vorher meinen Mittagsschlaf nicht gemacht habe oder so. Oder zu wenig Schlaf hatte. Und das war auch eine Woche, da habe ich wirklich nicht sehr viel gepennt. Viel Kopf im Kopf gehabt. Das ist ja klar. Du bist voll mit Haar am Po. Oh, oh. Okay. Kacke, Krümel hier und da. Das stinkt so sehr nach Pupu, ja. Kashi und Kavamon. Ist das dieser komische Humor, von dem alle reden? Dieser, wie nennt man den nochmal? Fäkalhumor. Ich hab mir sagen lassen, da lachen eigentlich immer mehr so einfache Menschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Sonja, dass du so ein einfacher Mensch bist. Impro-Humor. Ja, der geht aber dann ganz schnell in diesen Fäkalhumor über und so nach dem Motto, über Pupse kann man immer lachen. Ne? Also, wie war das noch? Der Vater furzt, die Kinder lachen, so einfach kann man Freude machen, ne? Das ist super lecker. Warte, was? Was? Warte. Warte, was? Das ist super lecker. Wir haben selbstgemachtes Chili-Knoblauchöl bekommen. Das ist da drin. Das ist super lecker. Wirklich. Okay. Okay. Anne, ich hab... was? Ich bin einfach. Ich bin doch auch einfach. Ich lache auch über Pups. Will ich das nochmal sehen, wie Olli den Käse reibt? Oder haben wir das jetzt einfach nicht gesehen? Wir haben das einfach nicht gesehen. Wenn du denkst, da kommt jetzt wieder irgendwas.
warte ab, Micha, lass weiterlaufen. Okay. Wirklich. Okay. Okay. Live-Aufrufe 22. Follower 3. Zählen mit Mr. Nagai. Oh, oh, okay, 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 okay. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Wenn Rogue eine Frucht wäre, welche wäre er Nini. Dann? Nini! Ah, Rogue! Nein, Herr Sinis! Herr Sinis, hab ich festgefunden! Ja, ich komme nicht mehr! Der hat mich richtig getroffen! Ja! Nini! Das... Nini, ich fühle diesen Schmerz. Nini, ich fühle diesen Schmerz. Es ist einfach so unfair. Oh. Danke oh, okay, schön. Okay, okay. Dankeschön, Schatz. Okay, Dankeschön. Okay, okay. Schatz, ich möchte noch Nudeln zu meinem Parmesan haben. Dankeschön. Okay. Man kann überhaupt nicht zu viel Käse haben. Hallo, Anne. Man kann überhaupt nicht zu viel Käse. Das geht gar nicht. Wie war das noch? Schatz, du hast viel zu viel Käse an den, du hast viel zu viel Käse an den Auflauf gemacht. Ich lache, der Käse lacht. Nee, ich lache, der Auflauf lacht. Die vier leeren Käsepackungen lachen. Die Menge ist einfach nur krass. Nudeln zum Käse. Das ist voll lecker. Vor allen Dingen so, vor allen Dingen hier so Original-Parmesan. Ich hasse dich. Was? Nein, das darfst du nicht. Aber doch, ich hasse dich. Nein, warum? Ich bin dein Vater. Nein. Nein, meine Hand ist ab. Oh mein Gott, aber ich hab dich trotzdem lieb, mein Sohn. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Tschüss. How episode 6 should have ended. Ja, zu Ende. Perfekt. Perfekt. Also, darf man das überhaupt auf deinem Kanal sagen? Was denn? Nee, hart. Kannst du von mir aus, kannst du von mir aus in den Mund nehmen, ja? Okay. Oh, oh. Ja. Oder? Audi, danke schön für 4 Monate. Ja. Oh nein! Hat sie es schon wieder getan? Wow. Warum passiert mir das denn immer? 4 Monate. Da spielst du schon mit Flask und den ganzen anderen. Hier, mit Dalo, Burrito, aller Lunatic, Baso, Alter, Sakuri, da spielst du schon mit solchen Leuten. Und dann passiert dir sowas. Warum passiert mir das denn immer? Tja. 4 Monate. Das ist Loser-Tee? Was? Loser-Tee? Tee? Warum? Loser-Tee? Warum ist das Loser-Tee? Meint der Loser-Tee? Das ist aber ein O zu viel, oder? Loser-Tee habe ich ja auch. Der ist halt lose. Hä? Ach. Es ist loser Ding. Geweckt. So, und jetzt bringen wir dich in eine unangenehme Situation, wieso? Denn diese Nachricht geht an dich. Wo willst du das wissen? Weiß ich. Knollex, ich kann jetzt ehrlich zu dir sein. Ich hatte einen richtigen Crush auf dich, war aber viel zu schüchtern. Ich sende dir ganz viel Liebe in dieser schweren Zeit. Du warst einfach das bezauberndste Wesen, was am Campus war. Nie werde ich dich vergessen. Du hast mir so viel bedeutet, aber es hat sich so angefühlt, als hättest du mich nie wahrgenommen. Nur weil ich nicht wie Voy ein Topmodel-Fotograf war. Ich glaube, das ist in dem Moment die angemessenste Reaktion. Richtig unangenehm, ja. Dieser Captain America sieht ein bisschen aus wie Olaf Scholz. Ja, war es wahrscheinlich auch. Unangenehm! Will ich von einer Sache baue. Ich lebe in permanenter Angst, dass ich meine Tiere ermorde.
sie da jetzt ein Tier ermordet? Ich lebe in permanenter Angst, dass ich meine Tiere ermorde. Nein, sie hatten... Oh nein, sie hatten Küken. Oh nein, Rippküken. Das ist kein Wort, ihr könnt nicht einfach Wörter erfinden. Ihr müsst Wörter nehmen, die es gibt. Ach, Tee-Ei. Tee-Ei. Das habe ich noch nie gehört. Was? Mann, warum Tee-Ei? Habt ihr das jetzt schon wieder gelöst? Ich raff das nicht. Wie könnt ihr in drei Zeilen dieses Wort lösen? Ich raff das einfach nicht. Es ist unmöglich. Ich, Mann, es ist ohne Scheiß jetzt. Hä? Macht der nie Kreuzworträtsel? Banja. Aber das Beste war der Song. Habt ihr darauf... Den haben wir doch gewotet. Ja, ja. Und habt ihr den Song wiedererkannt? Saufen. Morgens, mittags, abends. Als Arie. Das Küken wurde zum Nugget, wohl eher zu 5 Nuggets. Ich fand die Reaction irgendwie auch süß. Boah, ich muss mich übelst beeilen. Oh, ein Boost mitgenommen. Okay, sie nehmen den Hammer nicht mit, das ist ein gutes Zeichen. Bam! Oh! Nein! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Was? Ich hab gewonnen! Der war aber cool. Oh, Alter, dieses Spiel, ne? Nee. Okay, ich bin raus, Leute. Das war's. Ich mach aus den Stream. Junge, was geht ab? Wenn dich ein Spiel so hart trollt. Okay, Freunde, ich möchte mich nochmal bedanken bei euch. Thank you. Weil ich werde jetzt sterben. Oh, was? Er ist beim Aufstehen runtergefallen. Das so. War bitter. Das war bitter. Ja, Mann, Leute, wir müssen miteinander reden. Ich war gerade auf Toilette. Kabine Nummer 1 hat einer zu viel Toilettenpapier genutzt. Kabine Nummer 2, das war eigentlich fürs kleine Geschäft. Der Call, ne? Mhm. Und über Kabine Nummer 3 will ich hier öffentlich nicht reden. Beherrscht euch mal ein bisschen. Ihr Schweine. Fäkalhumor. Nice, Becky ist auch da. Bist du auch dabei? Nicht nur da. Ja, sehr schön. Auch vom Pferd steigen muss gelernt sein. Was passiert da? Guckt sie sich das auch wirklich an? Ich meine, so ohne überhaupt eine Miene zu verziehen? Guckt sie sich das auch wirklich an? Man erkennt aber auch nichts, ne? Milchschwamm erinnert mich an den einen Muppet mit dem Bart, ja. Mit dem Sneaker und der Mann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Zeit für solche Experimente habe. Was? Ah, ich wollte gerade fragen, was macht der? Aber doch hoffentlich nicht eine Weinflasche damit auf. Alles ist voll mit Rotwein! Oh, nee. Ja, ich hab's geahnt. Sein DT 990 Pro sieht noch so neu aus, ne? Meins ist schon irgendwie so total ranzig, ey. Ich sollte mir mal neue Polster kaufen. Die denkt sich bestimmt auch, genug Internet, ja. Es hat funktioniert. Oh nein. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Der kommt doch jetzt direkt tot bei mir. Okay, ich nehme die erste und die letzte einfach. Lol. Der Tod. Na klar, der natürlich Call. Zieh ich den Tod. Aber in Tarot ist der gar nicht so schlecht, der Tod. Das ist ganz, der Tod ist in Tarot eigentlich eine gute Karte. Verstehe gar nicht, was der Gehängte. Da muss man, der Gehängte ist nicht gut, aber der Tod ist sehr gut. Tod ist sehr gut. Der Gehängte ist,
Der Gehängte, da wäre ich vorsichtig. Nein, das ist kein Cheaten, ja? Das ist taktisches Überlegen. Was? Taktisches Überlegen? Oh mein Gott! Nein! Bitte klippt das nicht jemand! Bitte nicht! Oh Gott, oh Gott. Und Robolo schicken. Lauf deiner Knallkopf! Nein, das war mit 42. Oh nein! Ja, okay. Da war einer. Ich hab eine neue Taktik, die habe ich euch noch gar nicht präsentiert. Ey, Kugo, moin! Taktik? Fertig, präsentiere euch jetzt eine Taktik, die kennt ihr noch gar nicht. Pass auf. Pass auf, pass auf. Coole Taktik. Verstehe ich zwar nicht, aber coole Taktik. Ist glaube ich, irgendwas mit den Betten, ne? Wenn man das Bett da so, dann explodiert das und er war noch zu nah dran oder sowas, ne? Glaube ich. Hm. Minecraft. Oh, nochmal Elden Ring. Oha. Wer hätte das gedacht? Was ist denn mit dem? Der hat einen Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt zweifel steht er doch da oben. Ja, jetzt haben wir einen ersten. Oh Gott! Oh Gott! Ja, lol. Ich bin im Arsch! Nochmal Elden Ring. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich das wütend macht. Will ich das Spiel überhaupt noch weiterspielen? Will ich das Spiel überhaupt noch weiterspielen, wenn ich in diese Gesichter der Verzweiflung schaue? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Leute, soll ich das Spiel weiterspielen? Wollt ihr das auch im Stream mal sehen, wie ich da faile? Wollt ihr das sehen? Mara, was geht ab? Wollt ihr das wirklich mal sehen? Warte erst auf die Hardcore-Mod. Uff. Diese Piss-Bodenlava, die macht nicht mal Schaden. Die macht einfach nur so. Du kannst dich nicht bewegen, du liegst gerade mega angefasst. Aua, aua, mein Fuß, aua. Oh. 32.000 Euro, Chat. Das Hallo. Ist nicht wenig, Mann. Hallo, Rala. 32.000 Euro? Was? Ich verstehe gerade die Inception nicht. Was ist jetzt was? Wieso 32.000? Fuß, aua. Oh. 32.000 Euro, Chat. Das ist nicht wenig, Mann. Worauf bezogen? Nee, das ist auch nicht wenig. Das ist viel Geld. Aber auf was bezogen? Ey, ihr Board hinter, da hinten, das Board hinten rechts, da neben der Gitarre, ne? Das sieht aus wie ein Aquarium, oder? Voll lustig. Okay, das war der Gag. Warum ist denn dort der Lichtschalter jetzt weg? Ich sehe nichts. Ja? Oh, da gehe ich halt doch jetzt drin. Das ist auch ein Schalter. Uff. Mann. Und die Banane einfach löffeln. Warum sollte irgendjemand auf der Welt das tun? just mein Gedanke. Warum sollte jemand eine Banane so essen? Krass, Mann. Also erstens, why? Und zweitens, lol, Alter, sie kann das Ding als Handtasche benutzen, jetzt wo es offen ist. Jetzt hat sie die Banane. Ja, das stimmt. Du bist nicht komisch, du bist klein und krank, ist Lilly. Ist das ein Wettbewerb, wer Bananen wilder essen kann? Ich wette, du bringst doch regelmäßig Leute mit dem Löffel um, Alter. Was? Oh, bitte, echt?
Also ich habe eins gelernt hier auf Twitch, ne? Leg dich einfach niemals mit Lilly an. Egal, was du tust. Du kannst alles machen. Du kannst alles machen. Du kannst Gronkh beleidigen. Du kannst Milchbaum beleidigen, aber leg dich niemals mit Lilly an. Das da. Sieht süß aus, aber hat's richtig faustdick hinter den Ohren. Ich sag's euch. Würde ich sie nicht kennen, fände ich's creepy, ja. Ich glaube, jetzt würde ich sie nicht kennen, ne? Wäre das jetzt der Moment, wo ich mir sagen würde, nee, die möchtest du auch nicht kennen. Nein, alles gut. Hier hängt übrigens meine Zeichnung. Die habe ich ihr gemacht, als ich da war. Lustig, ne? Das ist nämlich ihre Wall of Fame. Das ist ihre Wall of Fame und ich habe dann Platz. Das finde ich total cool. Ist der Teufel in Zwergengestalt. Aber ach, ein Teufel braucht keine Körpergröße. Ein Teufel braucht einfach nur dieses Gesicht. Und wisst ihr, was noch viel creepier ist? Wisst ihr, was bei dem Ganzen noch viel, viel creepier ist? Hier, der Nikolaus, der hat alles gesehen. Der Nikolaus hat alles gesehen. Abonniert Twitch Clips Germany. James! Abonniert. Oh my God, I can't even see it. Der James. Ja, war wieder eine sehr weirde Geschichte.